Das letzte Video, das wir schauen, ist von Sata Hugo. Ich smashe gerne mit dir. Auf geht's. Okay, was passiert hier? Glaube, da hat sich irgendwas aufgehangen. Ja. Okay. Guter Start, würde ich sagen. Okay, mein Browser hat sich aufgehängt. Perfekt. Ich glaube, ich muss nochmal neu starten. Ein Sata Hugo, komm. Was geht ab, Alter? Was geht ab? Hat sie auch aufgehängt. Bruder, schadenlos. Also die Frisur von Klaus, die finde ich so scheiße. Aber jetzt. Was passiert hier? Okay, das ist. Ich muss mal kurz wechseln. Was passiert, Mann? So, ich muss mal komplett schließen. Geht ja gar nicht fit. Was ist hier kaputt gegangen bei mir? Ja. So, sorry für die kurze Unterbrechung. Habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Junge, YouTube weiß. Okay. Läuft es jetzt? Oder ist es immer noch kaputt? Boah, schon hardcore laut. Aber gut, perfekt. Jetzt läuft's. Kurz nochmal die Antwort machen, weil es so gut lief gerade. Das letzte Video, das wir schauen, ist von Sata Hugo. Ich smashe gerne mit dir. Auf geht's. Smash ist ja Jugendwort des Jahres geworden, habe ich mitbekommen. Also die Frisur von Klaus, die finde ich so scheiße. Aber jetzt ganz ehrlich, so sieht's doch richtig sympathisch aus, oder? Wer ist. Ja, schaut schon sympathisch aus, aber ich finde trotzdem nicht, dass sie wirklich so gut aussieht. Team nach vorne. Eins. Wer ist. Geschmackssache. Team geleckt Steuerberater. Zwei. Bist ich bin zwei besser. Dieses Jahr bei Craft Attack dabei. 3 Wochen Timeout. Das ist eine dumme Frage. Wer ist gerade die beste Mannschaft der Welt? Ist Rhymex wirklich immer so todesmad oder ist es immer nur in diesen Compilations so? Der Strobel schreibt KSC und denkt, er ist witzig. Oh, er spammt sogar rein, 3 Mal, sehr schön. Viel Spaß mit 10 Minuten Timeout. Einer gemeint, soll ich mal selber googeln. Aber ich soll oben P eingeben, hier kriegst P. Ach, Scheiße. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ey, schon wieder Twitch 399 abgebucht für irgendeinen Streamer, Alter. Welcher Witzer ist es jetzt? Ich habe wirklich nicht viele abonniert, aber jeden Tag kommt eine Meldung, wie ich 3,99 € für einen Sub gezahlt habe. Ich weiß nicht bei wem. Ehrlich, Peter? Gönn doch. Mickey. Okay? All good, Chat, all good. Und hier haben wir 2 trojanische Pferde: MM Pascal und Justin, Bro. Guck mal, nur Liebe an Justin, nur Liebe an Justin. Aber ich weiß nicht, ob Justin weiß, dass er überhaupt noch einen Twitch-Account hat. Hier werden mir im Monat 3,99 ab. Da kann ich verstehen, dass man dann deabonniert oder desubbt halt auf Twitch, weil es macht ja auch keinen Sinn, einen Sub irgendwo zu haben, wenn halt gar kein Content kommt. Also, wenn selten Content kommt, okay noch, aber wenn gar kein Content kommt, ja, schwierig. Nur lieber an Justin, aber, oder was ist das denn hier noch? Also, das macht gar keinen Sinn. Macht das echt keinen Sinn. Aber das muss auch wirklich. So nicht, Minion. Wie lange bin ich denn Sub? 31 Monate. Du bist hauptverantwortlich für den Peso-Umsatz. Solution. Medi. Achso, der ist oben drüber. Keller. Jens. Perfekter Quantus. Guter Content. Schelle zum Abholen. Wieso ist das hier so in der komischen Digga? Warum gucke ich das in 480p und warum fällt mir das nicht auf, Digga? Ich habe Kontaktlinsen drin und mir fällt es nicht auf. Bis Sonntag, 9, Sonntag 19. 30. Zehnte, 22. Oh, oh, oh ey, Digga, ich krieg hier einen epileptischen an der Tastatur. Oh, der Digga, längst nicht hin. Oh, nee, Digga, was ist hier los jetzt? Ja, perfekt. Alter, mach doch mit Absicht. Oh,
Das ist so bodenlos, das Foto, Digga. So dämlich, Alter. Da habe ich noch diese dämlichen Ohrringe getragen, diese Cap, I am your father. Hier ist meine Tür, da ist ein Loch drin. Keine Ahnung warum. Hier ist Dreck. Unüberschaubares Chaos. Stapelweise Kartons und Dreck. Ey, um was ging's da? Das war Videos von, was sind das überhaupt für Videos? Ja, was du auch mal hattest. Drecksdinger. Da ist so Geschirr und so. Ja, Mann. Ah, das ist mein Mausfeld. Und ich freue mich an erster Stelle einfach für Mehmet, Digga. Der 8-Tage-Stream. Ja, gut. Was will man da? Also, und jetzt nichts mehr drücken, sondern was du sagst mir, was da jetzt steht für Sachen. Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen, das ist irgendwie eine Schrift. Nein, da steht auch auf Deutsch. Oh. Oh mein Gott, nochmal! Ja! No. 9 Dias! Ey, das ist unfair! Okay. Warum ist das unfair? Nein, Spaß, wir teilen die auf, also wie? What? Ich geh gleich raus. Was machst du, wenn du zu früh kommst beim S***? Muss der Kollege einsteigen. Oh, man wechselt. Das ist wirklich Ron. Also es ist wirklich Ron. Also jetzt nach der Aussage merke ich, es ist Ron. Ist es Ron oder sieht er nur genauso aus? Es ist wirklich. Wir sind ja alle dabei. Zu dritt an der Playa. Inscope. Gute Form gekriegt. Ah, nein. Mit Jim okay, Gabler. Nee. Wann kommt der nächste Podcast mit Christian Lind? Er hat mich schon kurz geträumt. Von der FDP. Sagt er, ich hoffe, du kannst... Ich so, I'm a throat goat, natürlich kann ich pissen. Dann zieht er sich auf. I'm a was? I'm a throat goat? Was? Throat goat? Sicherheitsgurt? Was für ein Gurt bist du denn? Was bist du? Ein throat goat? Alter, was? What the fuck? Was ist das war die doch, Schatz. Das ist die doch. Ich stehe da, kommt eine raus. Ich komme gerade aus der Show, stehe wie immer beim Döner, ne? Wie immer. Bei Toni, beim Dönermann. Geile Show, weißt du, was heute Abend noch fehlt? Dass du mich pissst. Ich denk so... Ich guck die Frau an, sag ja, ja. Was passiert schon? Zügel dich jetzt mal, gell? Jetzt ist gut, jetzt reicht. Also es ist so ein Fiebertraum. Also die Videos von Sutter Hugo, immer ein Fiebertraum für mich. Ich habe überhaupt gar keinen Kontext, was da abgeht. Es ist einfach verwirrend. Hallo? Bro, du musst aufhören zu reimen, Mann. Kannst du nicht machen, das ist so ass. Das ist das Peinlichste, was ich in 3 Jahren Sutter Hugo jemals gesehen habe. Ich hab nur die Brille nur auf, dass ich ein bisschen schlauer Birke. So kriege ich auch eine Frau namens Birke. Ich glaube, den Tanz mache ich auf der LAN. Feierst du dich nach der Scheiße so sehr? Das ist so peinlich. Ja, aber jetzt krass, Digga. War doch ein bisschen krass weggerimed. Kennst du dich mal, aber nur Just for Fun. Warum sind ja nicht irgendwelche krassen Clips, wo ich irgendwie mal klatsche oder so? Das juckt keinen dein Gameplay. Ah, stop, please. Wir gehen gleich rein wegen Craft Attack. Bist du eigentlich dabei? Ja. Ah, Digga, doch zu deiner Masterarbeit, was ich dir auf WhatsApp schon mal geschrieben hatte, weil ich da noch ein paar... Ich habe heute im Stream nur Winsome Rank gemacht, doch hätte ich gerne die vorherige Nacht mit dir verbracht. Deswegen stimme einem Date zu und schon steckt mein Jack in dir im Nu. Einfach dein Maul. Oh, ich fühle diese Rhymes gar nicht, Mann. Allgemein. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Oh mein Gott! Ich hab mich so erschrocken. Ach du Kacke, ich muss schon wieder aufs Klo. Ich hab mir gerade fast in die Hose gepinkelt. Das war gerade kritischer Hase. Fast eine nasse Nase. Elbstrix, Nasenhaare, 2 Euro. Was kam zuerst? Die Nase oder Carsten? Als erstes kam deine... Warum müssen wir alle aussehen wie copy-pasted Puppen? Klar, immer hier ein paar Nasenjokes bei mir, haha, hi, aber meine Nase macht mich irgendwo auch aus, Digga. Oh, she offers me protection. Also ich gönne Kilian das wirklich vom Herzen. Ich bin mal gespannt, wie sich das mit den beiden noch entwickelt, Alter. Das kann nur amüsant werden. Um was geht's da? Ready to fight. Ja, Leute. Selbstständigkeit. Selbstständig. Selbstständig bedeutet selbst
und ständig. Boah, das habe ich so unendlich oft gehört. Ich weiß nicht, ich meine, es ist schon irgendwo true, aber wenn man es so oft hört, ist es irgendwann nur noch abgedroschen. Ich hab kurz auf die Wange, das mache ich bei meiner Mama, aber nicht bei Freundinnen, weil du keine Freundin hast. Das geht. Schon roasted. Das Jugendwort des Jahres 2022 ist da. Das Jugendwort des Jahres. Oh mein Gott. Ich habe darauf gewartet. Ich habe das gesehen. Das ist so brutal unangenehm, Mann. Das ist Smash. Also, wie gesagt, ich verstehe unter Smash irgendwas kaputt machen. Zerdrücken und alles, aber die Jugend, die sieht das ein bisschen anders, aber ich smashe total gerne mit dir. Hier im Studio, wenn wir zusammen arbeiten. Also. Ich weiß nicht, unangenehm. Wie ich das jetzt verstehen soll, denn naja. Smash wird als Verb verwendet meistens und heißt ja, jemanden mit. Abschleppen. Nee, also das meine ich jetzt nicht, das Abschleppen mit. Oh mein Gott! Ich hab 20 Gifted Sacks bekommen. Ja, wie immer. Absoluter Fiebertraum. Trotzdem cooles Video von Satahoko. Lasst ihm gerne kostenlosen Sub auf YouTube da. Oh, Sprachfehler kickt erstmal. Lasst bei mir gerne auch einen kostenlosen Sub auf YouTube da und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Wäre Ehre.